So, dann schreibe ich diesen Brief noch eben zu Ende. Moment. Ist ja gar keiner da. Ich bin ja allein auf meinem Zimmer. Dann kann ich ja diesen blöden Akzent weglassen. Ja, wie Walpurgi ja schon sagte, Tarnung ist eben alles. Und das Hexeninternat ist bald Geschichte, ja. Das wird nämlich geschlossen, wenn alles so läuft, wie ich will. Dann werde ich zu einem der mächtigsten Zauberer gehören, ja. Weil es dann kaum noch Internate oder Schulen gibt, wo Hexerei und Zauberei gelehrt werden kann. Und mit diesem Hexeninternat fange ich an. So, und dieser Brief, den ich hier schreibe, der geht ans Zaubereiministerium. Ah, die sollen mal einen rausschicken, der sich dieses Internat mal anschauen soll. Und wenn er kommt, werde ich dafür sorgen, dass das Hexeninternat hier ein paar Probleme haben wird. Die hexe ich einfach. So, apropos Hexen. Der Brief, der muss ja noch weggehext werden. Na dann, so mein Brief, ab zum Zaubereiministerium. So, der ist schon mal weg. Sehr gut. Moment, wie spät ist es denn? Ach Gott! Ah, ich glaube, ich habe schon die erste Unterrichtsstunde fast versäumt. Ja, dann mal schnell zum Unterricht. Sonst fällt es zu sehr auf. Das darf mir nicht noch einmal passieren. So, meine Freunde, jetzt kann ich ja mal wieder endlich arbeiten, ne? Ach, wie mir das auf den Geist geht. Ja, damals, als ich noch ein Rockstar war, ja, da war das alles viel anders, ne? Mit mir, mit dem Peter. Aber jetzt kann man alles vergessen. Ja, und was liegt wieder heute an? Nichts liegt an. Ah, alles Mist. Ah, langweilig. Da kann man nur noch Beamten-Mikado spielen. Wer sich als erster bewegt, hat verloren. Ja. Kein neuer Auftrag ist da. Kein Internat, keine Schule für Hexerei und Zauberei, die mal auf den Kopf gestellt werden muss. Ach, das ist doch schlimm. Wäre ich bloß noch Rockstar. Nanu, was ist das denn? Ein Brief? Adressiert an mich? So, meine Freunde, wer hat mir denn einen Brief geschrieben? Ja, dann lege ich den hier mal hin und lese mir den mal durch. Aha. Ah, es geht um das alte Hexeninternat. Das ist ja interessant. Oh, was steht denn da alles geschrieben? Oh, nicht mehr zumutbar, das Hexeninternat. Ja, also da muss ich mich persönlich von überzeugen. Tja, na dann will ich mal auf zum Hexeninternat. Aber hey, toll, ich habe wieder einen Auftrag. Na dann. So, dann will der Peter mal los, was? Und das ist also der Unterschied zwischen einem europäischen und einem Frostdrachen. Hast du das jetzt soweit aufgeschrieben, Walpurgia? Ja, ich bin noch dabei, es von der Tafel abzuschreiben, aber machen Sie ruhig weiter, Herr Direktor. Ich komme gut mit. Wunderbar. So, die Unterrichtsstunde ist ja jetzt fast zu Ende. Morgen wird unser neues Thema folgendes sein: Draco Americanus Incognito, die unbekannte Drachenart. So, das Schaubild hier unten unter der Tafel zeichnest du dann aber bitte auch noch ab. Ja? Und als Hausaufgabe.
Aufgabe gebe ich dir auf. Wie stellst du dir die unbekannte Drachenart vor? Du kannst ja vielleicht ein schönes Bild malen oder so. Ja, ist gut. So, also Drachenkunde ist jetzt vorbei. Sag mal, Walpurgia, weißt du, was heute Morgen mit Jean los ist? Der ist ja gar nicht zum Unterricht gekommen. Hoffentlich ist er nicht krank oder so. Also, das weiß ich nicht. Ich habe mich auch schon gewundert. Ja, nicht wahr? Also, sollte er krank sein, bestell ihm gute Besserung und du kannst ihm ja die Schulsachen zukommen lassen. Ja, das mache ich. Wunderbar. Gut. Jetzt gleich hast du ja in einem anderen Raum. Was steht denn auf deinem Stundenplan? Verzauberung, wenn ich nicht irre, oder? Ja, ganz recht. Verzauberung habe ich gleich. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, ich weiß. Theorie ist zwar immer interessant, aber klar, Verzauberung, da ist ja Praxis. Das macht ja immer noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, den Klassenraum lasse ich dir auf, dann kannst du in Ruhe noch alles von der Tafel abschreiben, ja? Ja, ist gut. Erstmal danke. Jo, kein Problem. Tschüss dann. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. Aber komisch ist das schon mit dem John. Er sah gestern noch so ganz gesund aus. Naja, dann will ich eben zu Ende abschreiben. Ah, Jean, da bist du ja. Mensch, was war los die erste Stunde? Bist du etwa krank? No, Walpurgia. Das ist mir peinlich, ich habe verschlafen. Oh, du Ärmster. Aber lass das nicht zu häufig passieren. No, keine Angst. Weißt du, ich habe so viel Schönes von dir und mir geträumt. Da wollte ich wohl nicht wach werden. Ach, du bist ein alter Schmeichler. Ja, alt bin ich in der Tat. Und lustig obendrein. Du, aber sag mal, was haben wir jetzt für einen Unterricht? Verwandlung oder Verzauberung? Nee, Verzauberung, ja, Verzauberung. Ah, dann haben wir in eine andere Klassenraum, nicht wahr? Dann lass uns jetzt gehen. Ja? Ja, ich schreibe eben nur noch die letzten Sachen von der Tafel ab. Und die kann ich dir auch dann gerne nachher noch geben. Oh ja, das ist sehr lieb, Walpurgia. So, dann gehe ich schon mal vor. Du weißt, wo die andere Klassenraum ist? Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wunderbar. Dann freue ich mich, dich gleich zu sehen. Und wir sitzen zusammen an einer Bank? Ja, gerne. Wunderbar, Nespa. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja, war das Hexeninternat ja doch für etwas gut. Ich meine, klar, auch so. Ich lerne ja hier viel und es macht mir ja auch Spaß. Oh, wer kommt denn da? Dragon? Tja, Mahlzeit. Na, Walpurgia, noch alles fit im Schritt? Ich wollte mal luren, wie es mit dem Unterricht vorangeht. Kommst du gut mit? Oh, das ist nett von dir. Ja, alles wunderbar. Alle sind nett. Besonders dieser Jean. Ach, alles toll. Ah, immer dieser Jean. Hast du auch mal ein anderes Thema drauf? Du redest ja nur noch von dem. Sag mal, bist du etwa eifersüchtig? Ach Quatsch, ich und eifersüchtig, wie kommst denn darauf? Ich mach mir halt nur ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht so recht, ich hab mit dem ein ungutes Gefühl. Außerdem denk dran, du bist hier, um das Hexen zu lernen und nicht um zu flirten. Aber jetzt mal was anderes. Machen wir heute Mittag was in der Mittagspause? Ich glaube, das geht nicht. Da mache ich vielleicht schon was mit John. Ach Mensch, oi Mist. Ja, dann sehen wir uns erst heute Nachmittag. Naja, gut. Was hast du denn jetzt eigentlich für ein Unterrichtsfach? Die erste Stunde ist ja schon vorbei. Ich habe Verzauberung. Ah, Verzauberung, ja, ein tolles Fach. Ja, ganz toll. Du, da wird dir zum Beispiel unter anderem beigebracht, wie man sich einen neuen Flugbesen macht.
Und den kannst du ja sowieso gut gebrauchen, ne? Naja, dann will ich dich mal nicht länger stören und sag mal bis nachher. Ja, bis nachher. Tschüss. John, die Mittagsfreizeit ist doch viel zu schnell vergangen, nicht wahr? Oui, Walpurgia. Viel zu schnell. Aber war sehr schön. Weißt du, vielleicht ich kann mir in Zukunft mehr mit dir vorstellen. Oh, aber doch nicht so stürmisch. Wir kennen uns doch noch nicht so lange. Oh, ich fühle mich, als würde ich dich mein ganzes Leben kennen. Fühlst du nicht auch so? Ja, ich glaube ja. Wunderbar. Du, aber ich habe noch einiges zu erledigen. Bis nachher dann mal. Ja, gut. Bis nachher mal. War das etwa ein Liebesbeweis? Ach! Sieht man dich auch noch mal, mein Purgier? Mensch, ich hab gedacht, du wärst schon auf Wolke 7. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Nein, ich doch nicht. Ach, wie kommst du denn darauf? Du aber, ich möchte jetzt dir nicht unangenehm rüberkommen, aber ich würde diesen John mir mal genauer anschauen. Hättest du da etwas gegen, wenn ich den so ein bisschen ausspioniere? Ach, wenn's denn unbedingt sein muss, dann wirst du ja sehen, dass Jean ein ganz netter, junger Zauberer ist. Wo ist er eigentlich lang gegangen? Da drüben. Na gut. Dann düse ich da auch mal hin und dann erzähle ich dir gleich alles. Okay. Ah, wunderbar. Jetzt bin ich endlich mal für ein paar Minuten alleine. Diese Walpurgia ist zwar nicht mein Typ, aber sie hatte sehr mächtige Energie in sich. Wenn ich die bloß irgendwie absaugen könnte. Und solange noch keiner von dem Zaubereiministerium da ist, muss ich diese Rolle als Franzose auch noch weiterspielen, ne? Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist und der olle Schuppen von Hexeninternat endlich zugemacht wird. Und dann bin ich der mächtigste Zauberer, oder dann werde ich zum mächtigsten Zauberer aller Zeiten. Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Aha, hab ich mir da doch gedacht, dass der Dreck am Stecken hat. Und John ist bestimmt auch nicht sein richtiger Name. Na, warte. Das muss ich sofort Walpurgia erzählen. Hallo, war da was? Ich hab gedacht, da wäre was. Dann gehe ich lieber wieder. Sie war 16 und ich 38. Ah ne, falscher Text. Jean. Jetzt bin ich gleich am Hexeninternat. Dann bin ich mal gespannt, was mich dem Peter da erwartet. Nicht wahr, meine Freunde? Ja. Ah, Dragon! Und, was hältst du von John? Du, der ist ein ganz gefährlicher, du. Der will dir deine Energie absaugen und will das Hexeninternat schließen lassen. Was? Aber wie denn? Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist doch so nett. Du, ich hab dich noch nie angelogen und das werde ich auch jetzt nicht. Aber was machen wir jetzt dagegen? Moment, ich hab da eine Idee. Komm mit. Ach John, das fand ich richtig nett von dir, dass du jetzt nochmal Zeit für mich gefunden hast. Ja, natürlich. Worum geht es denn? Du sag mal, was hältst du denn davon, Hexeninternate zu zerstören? Was? Oder anderen die Energie abzusaugen. Wie kommst du denn darauf? Ja, das staunst du, was? Jetzt schau mir mal ganz tief in die Augen.
Warum? Was? Zu Hilfe! Das habe ich ja noch nie gesehen! Wie gruselig! Aua! Mist! Mist! Jetzt habe ich mir auch noch den Knöchel gebrochen! Verdammt nochmal! Aha! Du bist ja gar kein Franzose! Wie heißt du wirklich? Ich heiße Harald. Und mein Plan wäre auch aufgegangen, das Hexeninternat zu zerstören, wenn du jetzt nicht gekommen wärst. Nanu, was ist denn da los? Da muss ich doch mal schauen. Hey, was ist los? Warum hat der Jean sich wehgetan? Und warum wird hier so geflucht und gemotzt? Kann mir das mal einer erklären? Nu? Sehr gerne. Jean heißt eigentlich Harald und er wollte das Hexeninternat zerstören. Genauer gesagt wollte er, dass es geschlossen wird. Da kommt auch bestimmt gleich noch jemand vom Zaubereiministerium. Dem hat er nämlich einen Brief geschrieben, ja? Dass das Hexeninternat nicht mehr zumutbar sei oder sowas in der Art. Aber wir haben das nochmal alles zum Guten gewendet. Na, Herr Direktor, was sagen Sie jetzt? Toll, oder? Ja, dann können Sie auf die Walpurgia stolz sein. Ja, also, wenn das wirklich so ist, dann wird mir jetzt einiges klar. Also, Jean oder wie auch immer Sie heißen, Sie werden noch eine gerechte Strafe bekommen. Hallihallo, ich wollte nicht stören, ich bin der Peter. Nanu, Tabaluga ist auch hier? Nein, ich heiße doch Dragon. Ach so, ja, hätte mich auch gewundert. Ja, ich habe einen Brief bekommen und soll mal nach dem Rechten hier sehen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass hier was nicht in Ordnung sein sollte, aber ich muss da nachschauen, nicht wahr, meine Freunde? Ja, Ordnung geht halt vor, nicht wahr? Ja, genau. Also, danke ihr beiden, Dragon und Walpurgia. Ja, der Unterricht findet ganz normal morgen wieder statt. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss dem Herrn vom Ministerium hier alles zeigen. Also dann noch einen schönen Nachmittag. Ja, danke, den werden wir haben. Ja, das war doch mal ein Abenteuer, was, Walpurgia? Oh ja, und dann soll noch mal jemand sagen, Schule wäre langweilig. Ja, das ist ja auch keine Schule, sondern ein Hexeninternat. So, da bin ich. Ja, dann kann die Geschichte ja beginnen. Moment mal. Hallo? Ist ja schon alles vorbei? Ja, Zustände sind das. Und dann noch am helllichten Tag, wo anständige Leute wie ich schlafen wollen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, da soll mal einer klarkommen. Na dann, fliege ich halt wieder weg. Mensch, 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 schon 5 Tage sind vergangen und die 3 sind immer noch auf ihrem Ausflug. Wann die bloß zurückkommen. Aber Nanu, was ist denn das? Ah, da sind sie, ja, sie sind wieder da, juppie! Na endlich, Mensch, das wurde aber auch höchste Zeit. Ich hoffe, ihr habt mir einiges zu erzählen.
Besonders ganz, ganz neue und spannende Geschichten. Hoffe ich zumindest, oder? Ja, hallo, Gök. Hallo. Ja, natürlich. Was wären wir denn bloß, wenn wir keine Geschichten zu erzählen hätten? Eine ganze Menge. Aber lass uns erst mal rein und dann erzählen wir dir alles. Genau. So machen wir das.